Richtig, Pornocam. Pornocam. Du bist dran. Mach du die Einleitung. Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Meine Einleitung ist fertig, du darfst. Ja, was machen wir heute, Robin? Wir haben uns nämlich mal angeguckt und zwar haben wir in Fornication eine ähnliche Serie und zwar am Laufen Ich gegen alles, weißt du, glaube ich sogar? Oder ich spiele einmal gegen alles. Einmal gegen alles. Und da wir sehen, dass es relativ gut bei euch angekommen ist, haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze nämlich auch noch in AOS, in unserem zweiten Spielsystem. Und da machen wir die Rolle, die Hauptrolle, nämlich derjenige, der einmal mit seiner neu aufgebauten Armee gegen alles spielt, ist nämlich der Robert. Und der Robert wird mit seinem Silvernet mal die Armee nach und nach immer aufbauen und immer gegen alle verschiedenen Armeen, die wir in AOS, die es zu bieten gibt, in dem ganzen Universum, mal seine Silvernet auf den Tisch bringen. Geil, ja. Und einfach mal zeigen, ich bin heute mal dabei, meine Rolle wird auch Mentor. Als Mentor. Meine Rolle wird auch einfach auch ab und zu vielleicht mal wechseln. Ich versuche so viele Spiele wie möglich mitzumachen. Um den Robert Switcher, oder was? Den Switchen. Der Boot und Dinger. Und deswegen kann das vielleicht auch mal vorkommen, dass jemand anders hier an Roberts Seite stehen wird. Aber prinzipiell soll das Thema so bleiben, nämlich, dass der Robert mit Silvernet gegen alle Armeen spielt. Ich habe heute nämlich was mitgebracht, was ich selber auch erst einmal in meinem Leben gespielt habe. Und heute das zweite Mal. Und ich finde es super geil. Die Armee ist bei uns nämlich sehr, sehr wenig auf dem Tisch gewesen bisher. Und es gab auch schon ein paar Kommentare diesbezüglich, dass sie die Armee mal gerne wieder sehen wollen. Deswegen habe ich die Iron Shores heute mal mitgebracht und wir spielen ein kleines, cooles Armee. 1000 Punkte spielen. Die gehören eigentlich in Mano, sehen aber top aus. Das stimmt. Das ist eine coole Armee. Ich spiele, mag auch gerne Orks eh. Hab zwar keinen, aber ich finde sie trotzdem immer cool. Ist so das Fantasy-Volk schlechthin, finde ich. Hi, das stimmt, ja. Und das ist eigentlich ein schöner Einstieg heute für die ganze Reihe. Robert, ja, die Welt. Ja, es ist halt ganz cool, auch also wie wir das halt, gleiche Hintergrund, wie das bei 40k auch ist, dass einfach so ein Anfänger, ich bin ja jetzt kein also ich habe AOS jetzt lange nicht gespielt, klar habe ich jetzt ein paar Spiele gemacht, aber es ist echt lange her. Und ja, das ist einfach eine gute Möglichkeit, euch vielleicht mitzunehmen, als auch Einsteiger, dass man mal alle Armeen kennenlernt, weil das ist so das, was mir immer so gefehlt hat. Ich spiele gegen irgendwas. Und ich weiß im Prinzip überhaupt nicht, was diese Armee da gegenüber, was die kann. Und das festigt man halt einfach mit so kleinen Spielen jetzt und man kriegt so ein bisschen Routine. Und darüber hinaus haben wir ein Teamturnier, wo wir dann Ende des Jahres hinfahren, alle zusammen. Ja. Für einen Pornobus zu sechs. Nicht von uns organisiert, aber wir werden eins besuchen mit einem Pornobus. Ja, und da muss ich ja, also da möchte ich mit Nils zusammen die Bäume spielen. Und es ist halt echt die perfekte Möglichkeit, jetzt von dir und Manu als Mentoren, Profis, sich das mal richtig zeigen zu lassen. Ne? Also ja. Das ist eine coole Sache. Und ihr könnt natürlich mit auf die Reise kommen. Ihr könnt mit auf die Reise kommen und zwar nämlich einfach alle AOS-Armeen zu erkunden. Auch diejenigen, die aber noch nicht mal ein eigenes Battletorm haben. Es gibt ja immer noch so Free People und Hochelfen und auch jetzt die Iron Shores, die kein aktuelles Battletorm haben. Wir werden einfach mal alles, was das ganze Herz was das Herz begehrt und das Universum von Age of Sigmar zu bieten hat, einfach mal auf den Tisch holen. Einfach mal zeigen, was gibt's, was kann man spielen. Weil man sieht auf vielen Turnieren mittlerweile auch, beispielsweise bei den Hochelfen gibt es so die eine Unterfraktion, die auch Dragonblades oder so, die auch bei Turnieren recht erfolgreich sind, obwohl die Einheitenauswahl dann nur aus 3 oder 4 Einheiten besteht. Mhm. Und trotzdem reisen die teilweise ganz oben mit. Und genau deswegen ist das eigentlich schön, einfach mal alle unterschiedlichen Spielmechaniken, alle unterschiedlichen Settings mal auf dem Tisch zu sehen und gucken, wie die sich eben so spielen lässt. Und wir fangen halt klein an. Dein Ziel ist es ja, eine große Armee aufzubauen, aber wir machen das eben Step by Step. Das heißt, wir werden jetzt auch mal gucken, wie das so ist als Anfänger, mit ein bisschen Regeln dazu auch mal ein bisschen deutlich zu erklären, wie es genau funktioniert. Nicht im übertriebenen Maße, aber so, dass es auf jeden Fall trotzdem die Anspannung und vielleicht auch die Spannung im Spiel halten bleibt. Aber so nach und nach dann die Armee aufzubauen, ja, und dieses ganze Regeln erklären, immer ein bisschen weiter, ich sag mal, sein zu lassen, sondern dann immer mehr zu diesem richtigen Match-Turnierspielen zu kommen. Aber das ist auch erst das Endbild. Mhm. Jetzt wird es halt so sein, dass wir klein anfangen mit 1000 Punkten. Beim nächsten Mal bleiben wir vielleicht auch immer noch bei 1000. Gucken wir mal mit diesem Free People, was du erklärt hast und so Hochelfen und so. Da bietet sich das ja an bei so kleinen Spielen. Genau. Und die ein oder andere von euch werden da bestimmt auch voller Wehmut zurückblicken, wenn sie früher mal Fantasy gespielt haben und so wie ich vielleicht die ganzen Miniaturen verkauft haben. Scheiße.
Ja. Hoffentlich kriegen sie alle noch einen Battleturm. Da geht das Herz von denen allen wieder auf, die nämlich unten im Keller alle in irgendwelchen Schränken hin und verstauben. Die ja. Kisten hat bestimmt jeder von euch da unten rumstehen, weil immer als neue tolle Figuren rauskommen und die sind ja auch alle toll, aber die alten bleiben unten in der Kiste liegen und man hofft immer noch jedes Wochenende neu, dass irgendwelche Neuigkeiten kommen, dass neue Battletomes oder neue Figuren zu den alten Armeen rauskommen. Ja. Aber genau darum geht's. Wir fangen klein an, für Robby und mich. Und wir können nicht mal wieder was zusammen machen. Wir haben schon lange mehr zusammen gespielt, ja. Wir zwei. Deswegen ist das noch viel schöner heute Abend, an dem schönen sonnigen Mittwochabend. Bierchen trinken wir auch. Ja. Aber nicht mehr viel lang schnacken. Gucken wir uns mal jetzt einfach mal die Armeen und das Board an und laden euch ein in die Reise vom Robert und den Silvernet. Verbrannte Bäume. Verbrannte Bäume, AOS zu erkunden. Viel Spaß bei der ganzen Reihe. Genau 1000 Punkte verbrannte Silvernet. Und zwar habe ich dabei einen Treelord Ancient, der auch mein Kriegsherr ist. Der hat auch das Relikt Oaken Armor, dass ich plus 1 auf meinen Safe bekomme. Mein Command Trait ist also auf jeden Fall Rend minus 1 ignorieren. Dann habe ich eine Branch Wraith dabei, dann habe ich die Quicksilver Swords, weil ich noch 20 Punkte übrig hatte, dann habe ich 3 Cursed Hunter mit den Schwertern und 2x 20 Dryaden und das wie gesagt genau 1000 Punkte Silvernet. Das sind 1000 Punkte von den Iron Jaws. Das sind diese 3 Gorkrunters, 210 Brutes, 2 Warchunter und ein Megaboss, was der General ist. Der trägt als Generalseigenschaft zusätzlich den Eisen, also besitzt als Generalseigenschaft den Eisenpanzer, das heißt der gegnerische Wuchtwert, wenn der General das Ziel ist, wird um 1 reduziert. Und selber trägt er nämlich den Metallrippers Klaue. Das ist, wo die Nahkampfwaffe von ihm selber der Rentwert, also der Wuchtwert, um 1 erhöht wird. Wollen wir mal schauen, wie Geheule gemoscht wird. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ordentlich zu moschen mit den Boys. So, lele. Hier haben wir unser Board und die Armeen aufgestellt. Iron Jaws von hier vorne, alles natürlich 12 verbrannt weg. Hier drüben hat der Robert seine verbrannten Bäumchen platziert, plus die Treelord Hunters, die stehen im Wald. Körner Hunter, Entschuldigung, Treelord Hunter. Die Treelord Hunter. Ja, neue Einheit. Neue Einheit, Games Workshop bitte integrieren. Genau, und der Wald steht in der Mitte und wir spielen die Partie aus dem General's Handbook. Fallende Sterne und ab der zweiten Spielfeldrunde kommt ein Stern runter, entweder hier, hier oder hier. Und der dritten Spielfeldrunde dann in den beiden Territorien auch nochmal entweder hier, hier oder hier. Es wird ermittelt. Hier steht halt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ermitteln wir, wo die runterkommen und Punkte kriegt man immer am Ende seines Zuges. Und zwar dafür so viele Punkte, wenn man ein Objekt, also einen fallenden Stern kontrolliert, abhängig davon, in welcher Spielrunde. Also wenn man in der Runde 4 einen kontrolliert, kriegt man dafür 4 Punkte. Ja, hübsch. Die schöne Matte hier. Die grüne Standardmappe mal passend hier für den verbrannten Wald. Hier haben wir ein bisschen Häuser aufgebaut. Um ein bisschen abzugrenzen, weil wir nur 1000 Punkte Spiel machen. Da reicht ein kleineres Spielfeld. So, Robert, wie sieht's aus, mein Lieber? Der ist jemand heiß. Das heißt, wir machen jetzt beide gemeinsam gleichzeitig den Roll-Off für den Indie-Wurf. Bei uns im Hause so üblich, dass der jetzt erst fertig ist, plus 1 auf den Wurf bekommt. Das wäre der Robert. Ich habe eine 6 und du hast Kippel, du darfst nochmal würfeln. Wieso jetzt Kippel, der liegt doch? Der ist ein bisschen Kippel. Du darfst nochmal. Ich habe eine 5 gewürfelt, der ist doch nicht Kippe. Also so wäre er Kippe hier. Na gut. Dann, ja, siehst du? Da habe ich dir gesagt, Robert, der war doch Kippe. Du darfst ausruhen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, du sollst anfangen. Alles klar. Dann beginnen wir mit dem ersten Zug Iron Jaws. Wow. Heldenphase. Robert trainiert baumisch, entisch. Ja, ich soll wie ein Baum reden, deswegen dauert es ein bisschen länger. Er will wie ein Ork reden, hat er gesagt. Ja, aber nur in gewissen Situationen. Also mach mal was. In der Heldenphase geht's los mit der Kampfeigenschaft von Iron Jaws, die heißt Mächtiger Zerstörer. Da darf man für jeden Helden einen Würfel werfen, auf die 6 davon eine Einheit auswählen innerhalb von 12 Zoll, die darf sich zusätzlich bewegen. Der General, das ist der Megaboss, der bekommt auf diesen Wurf eine plus 2. Also ich habe 3 Helden, ich fange mit dem War Chanta hier drüben an, auf die 6. Nein, dann macht der Megaboss auf die 4. Jawollo, da darf ich eine Einheit auswählen, die darf sich gleich schon mal um 1 bewegen und ich teste hier hinter dem Haus, hat sich noch einer versteckt hier. Und der testet auch auf die 6.
Nein. Okay, dann bewege ich eine Einheit zusätzlich nach vorne. Geil. Da. Ah, sehr gut. Die sind nach vorne gelaufen. Und in der Helmphase habe ich noch meine beiden Ward-Chanter. Die dürfen eine Einheit auswählen. Die bekommen plus 1 auf den Hit-Roll. Dieser Ward-Chanter hier wählt die hier auf, damit ist klar. Noch ein bisschen aggressiver Wark machen könnt. Oh, yeah, yeah. Und der Ward-Chanter hier drüben, der wählt die Gore-Hunters aus, dass sie plus 1 auf den Hit bekommen. Das ist alles in der Bewegungsphase. Und jetzt bewegen wir uns nochmal nach vorne. Da sind sie. Vorgerannt, die Jungs. Alle gerannt hier, ne? 4 Zoll, 3 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll. Die hier vorne sind natürlich nicht gerannt, weil sie werden jetzt natürlich einen. Weil es gibt keine Shooting Phase bei Orks, deswegen werden wir eine Charge probieren. Mhm. Auf die 5. Kriegst du hin, Marcel. Auf die 5. Acht, jawollo! Oh oh. Dann geht's gleich drauf da, volle Möhre, Seitenangriff. Orks, Orks, Orks. Nein. Oh oh. Oh oh. Okay, das waren alle Charges, die ich machen könnte. Wenn man nämlich gerannt ist bei Warhammer Age of Sigma, darf man danach auch nicht mehr chargen. Aber man kann natürlich Rennen nutzen, um weiter nach vorne zu kommen. Das ist gerade für Armeen, die gar nicht auf Magie oder Fernkampf Wert legen, so wie die Orks. Mhm. Das heißt, mit denen möchte man schnell, wuchtig nach vorne. Und deswegen sind alle anderen auch nach vorne gerannt, weil mit Move 4 ist sonst nicht so viel zu machen. Die rennen schneller, als sie sich normal bewegen können. Ja, ja, ja. Krass. Ja gut, dann gucken wir mal, was da gleich gehauen wird hier. In der Nahkampfphase wird gepeilt. Peilen dürfen sich die Modelle alle bis zu 3 Zoll. Die Regel ist, dass man sich nicht weiter weg von dem nächstmöglichen Modell bewegen darf. Das heißt, wenn jetzt der hier vorsteht, nur mal für die Regelexperten, der könnte sich jetzt peilen, und zwar aber nur bis maximal so, weil das hier sein nächstes Modell ist, und dann muss mindestens genauso nah dranbleiben wie vorher. Das geht auch, wenn man im Base-Kontakt ist, kann man auch hier rüber gehen und im Base-Kontakt gehen. Nur ein bisschen so als Erklärung für die Regelkundigen. Die Triaden geben vom Robert, weil sie innerhalb von 3 Zoll um den Wald stehen, minus 1 auf Hit. Ich habe den plus 1 auf Hit gegeben, von daher negiert sich das gegenseitig. Und dann fangen wir an mit dem Attackieren, mit den Pick Iron Choppers, das sind die Waffen oben drauf von den Orks. 11 Attacken, 10 Attacken auf die 3. Mhm. Oh, oh. Menge 2. Menge 2 und Verwundungswurf, der ist auch auf die 3. Sind 4 Stück mit Rent minus 1. Gut, dann habe ich wieder einen 5er. Ne, ich ignoriere das. Ne, 5er. Gehen 2 oder wie viel Schaden macht das? Jeweils 1. Okay. Also, die hast du ja. 3. Den darfst du. Achso, 3 Stück. Genau. Das macht 3 Schaden. Dann kommen noch die Schweinchen unten hinterher. Die Reittiere. Das sind jeweils 4 Attacken, sind 12. Auf die 4, auf die 4. Oh. Ups, ups. Und nochmal auf die 4. Das sind 4 Stück ohne Rent. Gut, dann haben wir einen 4er, weil wenn wir mehr als 12 Einheiten hier haben in dem Trupp, kriegen wir plus 1. Ah, komm schon. Ja, super. Nochmal 2 Tote. 5. Sind wir auf 15 Modelle hier runter, dann nehme ich die gleich mal weg. Die Triaden hauen zurück, sind reingepeilt. Chefin hat, alle haben 2 Attacken, Chefin hat 3 Attacken. Auf die 4, auf die 4. Boah, Käppchen. Die Kippchen sind nicht deine Freunde. Nee. Ba, 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 1. Und nochmal auf die 4. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Minus 0. 4 Safe-Würfe auf die 4. 2 Stück, 2 nicht geschafft. Dann kriegt einer 2 Schaden. Und der hier oben hat dadurch noch 3 Lebenspunkte. Ja, das war's, ne? Battleshock-Test, nochmals als Verständnis, 15 gestorben und Robert hat Bravery 6, weil er noch mehr als 10 Modelle hat, bekommt er eine mehr, das heißt, er hat Bravery 7 aktuell, 15 gegangen, das heißt, er hat noch 2 übrig und alles, was er über 2 würfelt, würde weglaufen. Boah, 4 Stück nochmal weg. Die angsteinflößenden Orks. Eieiei. Eieiei. Okay.
falls jetzt schon hier so ein Taktikfuchs von euch unterwegs ist, die Orks machen ein Flankenspiel. Ja, hier rüben, rüber gelaufen und die von da und so. Das war der erste Zug von Iron Jaws. Hero Pace. Wir fangen an mit der Befehlsfähigkeit von ihm, dass alle Silvernet-Einheiten innerhalb von 10 Zoll dürfen Einsenbein Rettungswürfen wiederholen. Und wenn die Kernith Hunter dann stehen, dann wirkt das auch auf die, egal wo die sind, auch wenn sie nicht um 10 Zoll sind, und die erweitern das dann nochmal um 8 Zoll. Ja, wir fangen an erstmal mit dem Waldbeschwören auf eine 4+. 5. Oha, dann kommt er, dann stelle ich das mal hin. So, er macht dann noch Wald erwecken, dann würden alle, ja, wir machen das erstmal, ich brauche eine 6. Sieht gut aus. Dann wähle ich diesen Silvernet Wildwood und dann kriegen alle innerhalb von 3 Zoll um diesen Silvernet Wildwood D3 tödliche. Jawohl. Erstmal die hier. Ja. 3. Dann der. 2. Okay. Da oben, der eine Ork Grunter, das nur noch 3 Leben hat, stirbt der. Und der Watchender kriegt 3 Schaden. Mhm. Weiter geht's mit ihr hier und da versuchen wir auf die 7 10 Dryaden zu beschwören. Mit einer 7 kommt das. Geil. Dann gibt's 10 neue Dryaden auf dem Spielfeld. Shooting Phase. Genau, also die kam am Ende jetzt hier auch raus, so ein bisschen defensiver. Er schießt auf die 2. Auf die locker. Anderen Würfel. 3. Minus 1. Ja. Minus 1 nur? Ja. Dann habe ich einen 5er. Nein. D6. 2. Das geht ja. Dann gebe ich wieder hier vorne dem hier wieder 2 Schaden. Der hat noch 3 Leben. Mhm. Charge Phase. Charge Phase. Das sind die 10. Mach die als erstes. Warte mal, ich überlege gerade, ob die überhaupt wollen. Ja klar, wollen die. Hier rein. Du kannst sie erst würfeln, dann gucken. 3. Reicht nicht. Doch, reicht. Innerhalb von 1 Zoll, ne? Ne, in einem halben. Ne, das reicht nicht. Die da. Ja. Brauchen, glaube ich, eine 8. Eine 5. Der da. Steht, ja. Der braucht nicht so viel. Der ist drin. Reicht. Als letztes könntest du eventuell auch die einfach probieren, gucken, was du würfelst und dann Entscheidungen fällen. Das geht ja auch. Ja, aber ich glaube, die habe ich so weggestellt, dass sie nirgends hin können. Ja, sie können vor allem nicht. Von dem habe ich keinen Bock, da aufs Maul zu kriegen. Aber zum Beispiel, wenn du da eine 12 würfelst, könntest du mit denen vielleicht auch auf den. Kannst du einfach würfeln, gucken und dann immer noch Entscheidungen fällen. Das, stimmt, ist, das ist halt das Coole an AOS, ne? Ja, das ist cool. Es gibt kein Abwehrfeuer, nichts. Wenn es eine 4, dann ist mich eh erledigt. Aber wenn du zum Beispiel eine 11 würfelst, dann kannst du überlegen, ob du willst oder nicht willst. Ja, hast recht. Gute Regel. Top, stimmt. Okay. Ja. Da wir jetzt in der Combat Phase angekommen sind und Roberts Zug ist, darf der Robert zuerst eine Einheit auswählen, mit der er zuschlagen möchte. Welche ist das, Robby? Die Dryaden? Nee. Okay. Ja, dann machen wir erstmal. Ich muss mal kurz den Robert loben, weil Robert hat sich nämlich hervorragend auf heute vorbereitet. Wenn ihr mal sehen wollt, was der Robert hier alles mitgebracht hat, der hat hier sich eine Liste gemacht, der hat sich seine eigenen Warscroll-Cards einlaminiert und hingelegt und. Ja. Also Daumen hoch für diese Vorbereitung. Das Vorbild hierfür, für solche Geschichten, ist leider heute nicht dabei. Nee, der Manuel, der schreibt immer ein großes Regelbuch, wenn er weggeht. Genau. Ja, hat er recht. 24 Seiten, Schriftgröße 4. Ich hab 12 gewählt. Na, Manu, nimm dir mal ein Beispiel. Ich bin noch ein bisschen älter. Manu hängt um mit so einer Lupe hier so, okay, in der Heldenphase. Okay, Spaß beiseite. Hier, Sweeping Blows oder so heißen die Dinger. 3 Attacken auf die 3. Jawohl. Auf die 3. 2 Stück. Minus 1. Minus 1 macht für mich einen 5er. Ist beides durch? 2x die 6. Jo, 6 Schaden. Ja. 6 Schaden, da ich insgesamt mit ihm noch 5 habe, mit ihm noch 3 sind 8. Das heißt, er bleibt mit 2 Leben über und er geht runter. Dann habe ich. Darf ich die jetzt noch abhandeln? Jawohl, die darfst du. Ja, ne? Wenn du einmal zuschlagen darfst, kannst du alles abhandeln. Dann haben wir hier diese Talents. Auf die 3. Ja. Und auf die 2. So, und jetzt würde es minus 2, ein Schaden. Auf die 6.
Nein, ist auch durch, dann hat noch ein Leben. Und dann, muss, wenn ich jetzt über das eine Leben würfle, dann wäre er tot. Nee, er steht da. Geiler Typ. Das hat nicht gereicht. Aber Manuel, wir müssen dich auch noch schneller mal verteidigen. Du bist nämlich derjenige von uns, der auch nie eine Regel vergisst. Deswegen bist du ja ein ganz erfahrener Turnierspieler und weißt ja, wie das funktioniert. Boah. Ja, wir haben noch den einen übrig. Der Robert war so nett, den hat er mit einem Leben noch da halb am Boden liegend zurückgelassen. Und trotzdem verliert er keine, nichts an Stärke. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Na klar. Wir schlagen mit dem auf alle Triaden zurück. Das heißt, ich fange mit der ersten Attacke an. Vier Attacken auf die drei. Das sind drei Stück. Und nochmal auf die drei. Das sind zwei mit Rent minus eins. Spice auf jeden Fall durch. Ja. Und das, ich sag mal so gerne Pferdchen zu den Reittieren. Die sitzen aber nicht auf Pferdchen. Ganz schön haariges, ganz schön borstiges Pferdchen. Borstig. Auf die vier. Zwei und nochmal auf die vier. Das ist Snake Eye. Okay, dann kein einziger, dann war es bei den zwei Toten. Mhm. Dann dürfen die Triaden jetzt in der Comment Phase noch reinpellen und zuschlagen. Die Triaden! Genau, 19 Attacken wegen der Chefin noch. Auf die vier, auf die vier. Ob der eine Schweinereiter das überlebt? Klar. Ob ihr wirklich richtig seht? Seht ihr, wenn das Licht ausgeht? Ui. Kippe. Ui. 1, 2, 3, 4, 5. Das war ein guter. 6, 7. Ui, ui, ui. Keiner davon darf unter der 4. Okay, 2. Nicht so schlecht. Okay. Noch Battleshock. Ich muss keinen machen. Ich habe keine Figur mehr da oben. Ups. Der Robert hat noch 9 Figuren, hat 2 verloren. Bravery 6 ist das also. Plus minus 2. Stimmt. 2 Stück weg. Krass. Bravery macht dich zu schaffen. Echt übel, ey. Aber egal. Auf eine 7 kommen immer 10 neue. Richtig. Bevor der Indie-Wurf losgeht, Robby, darfst du ermitteln, ob jetzt das Objekt runterkommt. Es kommt jetzt in der Mittellinie ein Stern runter. Der kommt entweder auf die 1, 2 dahin, auf die 3, 4 dahin und auf die 5, 6 dahin. Okay. Sehr gut. Dahin. Das ist geil, weil da kommen deine Typen auch noch. Jawohl, die kommen. Okay, das heißt, hier ist das Objekt runtergekommen. Wir haben hier bei uns den Alex. Der macht hier so tolle Marker. Hm, kann man sehen, weil es echt einfach keine Objektmarke gibt. Wir benutzen die jetzt immer freilich bei uns. Mit einer Palme drauf. Mit einer Palme drauf. Unsere Palme. Also die Mini-Paradise-Palme. Genau, die ist 12 Zoll vom Rand weg, 24 Zoll von den Spielfeldkanten niedergelegt. Und ab da kann man jetzt am Ende seines eigenen Zuges Punkte holen. So, Robby, dann kommen wir in den Indie-Wurf. Mhm. Den Roll-Off. Eine 2 zu 4 für den Robert. Ich gebe sie dir. Du willst einfach noch nicht ausnutzen, dass ich. Ah, du bist cleverer, du willst, dass ich nach vorne komme und alle in deine Wälder muss. Ich wollte jetzt einfach mal nett zu dir sein. Was soll ich denn nehmen? Nein, ich gebe sie dir. Alles okay, gut. Dann machen wir mit der Runde 2 Iron Jaws. Wow, weiter. Hero Face. Du musst die orkisch anstimmen. Nein, ich bin ja ein Baum. Was meine Hero Face? Ach so. Ja, dann mach mal. Keine Ahnung, wie man Hero Face auf orkisch macht. Es geht los. Auf die 4 plus darf er Plusbewegung verteilen. Der Watchhand auf die 6 und der andere Watchhand auf die 6. Habe ich gerade 1, 2, 2. Ja, das war vorhin schon schlecht eigentlich, aber das war. Das sind meine Trukari-Würfel, die wollen mit den Orks nicht. Nee. Weiter in der Hero Phase gibt er meinem General plus 1 auf Hit und er den. Nee, er gibt es dem General und er gibt es den. So. Das ist aber cheesy. Warte mal. Er gibt es dem General, General gibt es. Nein, und er gibt es den. Ach so. Ach so, ein General kann das nicht. Nee, General kann das nicht. Der hat andere coole Sachen. Ah ja. Das war die Heldenphase. Ich habe da nicht so viele coole Sachen mit Wälder beschwören oder so. Brauche ich das nicht. Bei uns wird drauf gekloppt, was das Zeug hält. Dann. Kloppen wir mal. Okay, dann bewege ich. Bewegter Arsch. Bewegter Arsch. Vorbei ist da Gerenne. Vorbei ist da Gerenne. Getatscht wird jetzt. Das war nichts. Der Megaboss rennt, er charged. Das ist eine 1 und 4. Top.
Das reicht. Top. Oh nein, nicht die. Rinder. Und die. Manu, der kann ja mal für ihn testen, ob er, wenn er durch den Wald läuft, stirbt. Manu, hier für dich, der Test stirbt nicht. Insider. Manu hat früher mal gedacht, dass Helden sterben, wenn sie im Baum. Anni, ihr habt das gespielt auf dem Battle Report Live. Ja, bei den Würfelsportfreunden noch. Da ist leider ein Held gestorben. Charge 6, die Orkgrundas gehen auch Rinder. Macht das Scheißfass der weg. Ja. Yep. Das Scheißfass. Okay. Super. Dann. Haust du bestimmt mit denen zuerst zu, oder? Auf keinen Fall. Kommen wir in die Combat Phase. In der Combat Phase gebe ich einen Combat Point aus und mach das große Wag. Wag. So muss man es irgendwie aussprechen. Warte mal, ich kann ja jetzt in deiner Charge Phase kann ich die Kernel Hunter ja wurzeln lassen, ne? Genau, dann darfst du alles Safe Rolls wiederholen. Das würde ich machen, ja, an dieser Stelle. Sehr klug. Dank meines Merkzettels, ist jetzt aka auch Manu, ist mir das nämlich gerade aufgefallen. Ich benutze meine große Walk. Ich mach's nochmal. Ability. Ich darf zählen, wie viele Einheiten sind innerhalb von 10 Zoll um meinen General und einen Würfel werfen. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4. Sind nur 4 Stück. Und ich muss einen Würfel werfen. Wenn ich gleich oder drunter würfel, kriegen alle Einheiten von mir innerhalb von 10 Zoll plus eine Attacke. Ach ja. Wenn ich eine 5 würfel, passiert gar nichts. Wenn ich eine 6 würfel, kriegen alle innerhalb von mir plus 2 Attacken. Okay, dann hauen wir rein. 6. Jetzt würfel ich eine 5. Karma, 1, nicht schlimm. Alle kriegen bis eine Attacke und ich wähle den Megaboss als erstes aus. 5, 6, 7. Der attackiert deine Bäumchen. Die Kölner Panther, ne? Wahrscheinlich. Genau. Auf 7 Attacken, auf die 3. Auf die 2. Meine ich. Drei Einsen und nochmal 4 verwunden auf die 3. Alter Schwede. Oh Gott, nee. Das sind 2 Stück mit Rent minus 2. 6er. 1er Reroll. 1er Reroll sowieso. Nee, und dann darf ich ja nochmal wiederholen, ne? Oder ist Reroll? Ein Reroll ist ein Reroll, den 2 darfst du wiederholen. Nee. Dann sind das insgesamt 4 Schaden. Das ist schlecht. Und dann nochmal 2 Attacken hinterher. Ups. Ja, das machen wir dann gleich. Auf die 4. Und auf die 3. Die läuft gut, die Attacke. Auch Rent minus 2. 6. Alles wiederholen. Ui, eine nur mit D3 Schaden. 1. Okay. Also insgesamt 5 Schaden. 4. 5. Ja. Vier? Ja, stimmt. Ja, sorry. Okay, dann ist einer weg. Das ist einfach. Das war ein. Da hauen wir jetzt zurück. Mir fällt auch gerade auf, durch das Singen hätte ich vorhin plus 1 auf meinen Hitwurf bekommen, auf die 3, auf die 4, aber jetzt ist es auf die 4, auf die 4. Jo. Und wieder auf die 4. Das ist nicht so viel. 3 Stück. 3 Stück. 3 Safe-Würfe von 4. 2 Schaden. Ah, ist doch okay. Der hier hinten hat noch 3 Leben. Die hauen natürlich zurück. Die beiden gehen auf den 10er-Trupp und der eine geht auf den 20er. Jawohl. Hier habe ich auch minus einen Hit, weil du im Wald bist, aber du hast nicht plus auf den Safe-Wurf auf die hier. Genau, wegen alles weniger klar. Als 12. Dann die erste Attacke, die Pick Iron Choppers auf die 3. 4, oder? Nee, ich krieg plus. Achso, du hast ja dir wieder plus. Ja, also plus minus, ne? Ja. Gleich wie vorhin. Genau. Und auf die 3. Nicht so schlecht. Sehr gut. 5 Stück mit Rank minus 1. Okay, das ist auf den kleinen Druck, ne? Ja. Okay, auf die 6 und 1 wiederholen. 5 weg. 5 Schaden. Genau. Und dann noch schnell die Sporsten von den beiden hinterher. Sporsten. Sporsten. Auf die 4. Meine Würfel werden besser langsam. Und auf die? Auch auf die 4. Das sind 3 Stück. Nochmal ohne Rank. Eine Kippe. Eingesaved. Top, dann gehen nur 7. Ja. Manche schalten den anderen auf die Triaden hinterher, den 20er Block. Auf die 3. Auf die 3.
Eine mit Rank minus 1. Okay, 5er. Ja, stimmt. Und nur 1 wiederholen. Ja, ja, ja. Und nochmal auf die 4. Okay, keine. Da steht nur ein einziger. Okay, alles klar. Die drei da hauen nochmal zurück auf die 4. Auf die 4. Drei Stück. Safe-Würfe von 4. Zwei Stück, eines durch, dann hat der nur noch 2 Leben. Okay. Auf die 3, auf die 3. Kunat Handa. 8. Naja, gut. 4. Okay. Okay. Eine minus 1. 4er. Durch. 2 Schaden. 2 Schaden, ui. Dann war das die ganze Nahkampfphase. Es wäre übrigens ein 3er gewesen. Ich habe gerade noch nachgeguckt, weil ich ignoriere Rank minus 1. Jetzt müssen wir noch einen Battleshock-Test machen. Für die Drian. Battleshock-Test ist wirklich heute deins. Ich glaube, bei 3 Würfeln. 3 mal 6. Faire Würfel. Ja, das stimmt. Okay, der 20er Block muss keinen machen. Ansonsten Conat Hunter. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Brayery haben. Die haben 7. Passiert nichts. Ende Gelände. Dann endet hier das Spiel und du darfst jetzt noch standen. Nee, was hast du am Ende noch? Zertreten. Ja. Eine feindliche Einheit wirft einen Würfel für jede Conat Hunter dieser Einheit, der sich innerhalb von 1 Zoll um die gewählte Einheit für eine 4 oder mehr leidet die Einheit eine tödliche Verwundung. Jawohl. Nichts. Okay. Dann passiert ja nichts, aber hier für die Kontrolle innerhalb mehr Lebenspunkte innerhalb von 3 Zoll kriegt der Einschussspieler weil es die zweite Runde ist, 2 Siegespunkte und damit ist mein Zug um und es steht 2-0 und wir kommen in den zweiten Zug von Roberts Bäumchens. Mhm. Hero Face. Er macht einfach gleich wieder seine Befehlsfähigkeit und dann gucken wir, ob die auf die 4 plus im Wald kommt. Nein. Nein, dann ja. War es das bei ihm? Zaubern. Zaubern. Dann machen wir erstmal Wald erwecken, würde ich sagen. Das ist ja ein bisschen was hier, ne? Ja, also ein Wald erwecken, sein Hauszauber, genau. Der kommt durch mit einer 11. Dann und welchen Wald wählst du aus? Den hier natürlich. Ja, natürlich. Der? Die natürliche. 2. Ich lasse mal hier liegen. Die da? Ja. 2. Ist der auch noch innerhalb von 3 Zoll? Nee. Ach, innerhalb von 3 Zoll von dem? Ja, ja, ist er. 3, der ist tot. Die da. Whopper. 2. Dann ist er. Oh, der ist auch tot. Ach, das ist so stark, ey. Oh, du übertreibst. Das ist echt stark. Robby, du übertreibst. Sorry. Nicht schlimm. Wichtig ist jetzt noch, weil ein Zauber gewirkt hat, kann der Wald jetzt sich sogar noch wirklich zum Leben erwecken. Das passiert nach einem erfolgreichen gewirkten Zauber auf die 5 Plus. Und das ist der Wald, das heißt, der kriegt die drei tödliche. 2, hat noch ein Leben. Boah. Und die, ja, die sind auch innerhalb von 1 Zoll, 3 tödliche. Das heißt, einer geht komplett. Oh, ne, der hier geht komplett. Und der hier hat noch ein Leben. Und die da auch. Danke. Das glaube ich nicht. Der hat nur 2 Leben. Jetzt darfst du noch, ob dieser Wald erweckt. Warte mal kurz, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Erwecken beide Wälder? Nee, einer, oder? Einer. Wald erwecken, würde ich jetzt einfach mal so sagen, es wäre zu stark. Ich glaube, es ist aber so. Würfel mal kurz hier auf die 5 los. Okay. So, dann Sida auf die 7 plus 10 Triaden. Ja. Also du hast Monsterwürfel, ja. 10 neue Triaden und gucken, ob der Wald erweckt, auf die 5 plus. Pass auf jetzt. Oh, cool. Gucken wir der. Meinst du auch? Ja, 2. Okay. Guck mal, 10 Triaden. Mhm. Wir leben noch. Orks, wir leben. Ja, die sind nach vorne gerannt hier mit 4 Zoll, also 7 plus 4. Die sind ja hier gerade rausgekommen. Und hier ist nichts passiert. Er ist ein Stück nach vorne, seine 5 Zoll. Und dann schießt er auf Action Cam. Die Typen da. Auf die 2, auf die 3. Auf die Obhut. Ja. Yep. Und dann Würfel wieder. Mit ja. 5. Minus 1. Die haben 4er Safe, minus 1 macht einen 5er. Durch. Die 6. Oh oh. 2. Okay, damit kann ich leben. Der eine ist noch tot.
Und der drüben hat noch 2 Lebenspunkte. Okay. Huiuiui. Chargen. Kannst du noch gerne chargen? Ja, wer soll chargen? Die da. Die Triaden hätten. Die sind gerannt. Wohl, ja gut, wir können sie einfach mal testen. Einfach mal würfeln und abchecken. Nee. In der 4 wird's. Das klappt nicht weiter. Schwierig. Mhm. Dann. Combat Phase. Ja. Mhm. Ich glaube, da brauche ich nicht so lange überlegen. Die Triaden. Mhm. Nein. Die Kenneth Hunter. Jawohl. Ja, alles andere wäre jetzt blöd. Natürlich. Also. Truff. Auf die 3. Ja. Der Megalos. Ach du Scheiße. Auf die 3. Der Megaboss hält das. 2 Stück. 2 Stück mit minus 1. Auf die 3. Nein! Oh mein Gott. Nein. Ich gebe einen Comet Point aus und wiederhole den Wurf. Ah, falsches Spiel. Das ist ein. Sind wir da hingeflogen? Okay. Dann wähle ich als nächstes die Gork Grunters aus. Meine Schweinchenreiter greifen an. Auf die 4, auf die 4. Oh, da schöpft eine mehr. Minus 1 oder was geht jetzt auf die 4? Nee, zählt noch immer noch, ne? Genau, ja. Nicht auf die 3? Doch, auf die 3. Habe ich 4 gesagt? Ja. Entschuldigung, auf die 3. Und nochmal auf die 3. Das sieht gut aus. Das sind 6 Stück mit Rent minus 1. 5er bleibt dabei und 1 wiederholen. Mhm. Ja, das sind schon mal 5. Nicht schlecht. Dann die Borsten. Borsten. Hier haben wir auch die 4 auf die 4. Ui. Kann man auch mitarbeiten. Das sind nochmal 3 Stück. Kein Rent. Auf die plus 1, also auf die 4. Ui. Ui. Nochmal 2, sind 7 weg. Nicht verkehrt. Kann man mitarbeiten. Dann ist die Nahkampfphase rum. Die müssen einen Battleshock-Test machen. Ich darf doch noch zurückhauen, oder? Nein. Nicht? Doch, klar. Entschuldigung, natürlich. Triaden. Gerade ganz traurig geguckt. Ja. Ich habe gehofft, dass eine Schweinchen überlebt noch. Ja, nein. Robert ist fleißig am Peilen. Währenddessen gehen wir mal kurz hier runter und gehen wir in den Action-Bereich. Action-Modus. Der Robert mit seinen abgebrannten Silvanet. Guckt euch mal die Modelle an. Hier, der ist raus. Und gucken wir uns mal die Schweinchen an. 4, 6, 8, 10, 12 Stück mit Chevin. 4 ins 25 Attacken. Wir haben gehört, dass ihr Action-Camps liebt. Und deswegen machen wir es ab und zu mal. Die Triaden schlagen zu. Haben gesungen? Jawohl. Okay. Haben die? Moment, ja. Singen jetzt. Aber das darf ich ja nur in der. Ach so, ist ja meine. Das ist deine. Alles klar, auf die 3. Auf die 4. Haben wir die Würfelchen geküsst? Ups. Ui, Alter! Das Grauen. Oh, ist das widerlich, ey. Ach du Alarm. 5 Stück nur. Guck dir das mal an. Das kommt mir ganz gelegen. Alter. 5 Stück nur. Nochmal auf die 4. Sind immer nur noch 5. 4er. 4er Safe-Wurf. Nein. Ui. Genauso grauenvoll. Ach, du einer tot und andere hat noch 3 Leben. Der Chef von den Schweinchen. Reiht sich hier ein in die Ruhmshalle. In die Halle der Helden. Okay, jetzt kommen wir in die Bellshock-Phase. Ich muss nicht. Ich habe 6 verloren. Wir haben Bravery 7 ja jetzt noch, ne? Yep. Oh. 7. Du hast nur 6 verloren? Ja. Cool. 3, 6. 7, also gehen 3. Ja. Und meine Brut, da habe ich auch 2 verloren. Da gebe ich einen Comic Point aus, dass die keinen machen müssen. Okay.
Der Robert hat diesen Punkt jetzt eingenommen und erhält dadurch in seinem Zug jetzt auch 2 Punkte. Dann steht es 2-2 und es fallen neue Sterne vom Himmel in der dritten Spielrunde. Und zwar kommt jetzt einer, der zu mir geht, und zwar in mein Territorium Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du es kurz würfeln? Soll ich für dich und du für mich? Ja. 5. Oh, meiner landet da hinten. Und beim Robert ist das genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Nein, oh nein. Der landet da hinten. Okay, wir haben die Markierung platziert. Hier, passt gerade so zwischen Turm und Häuschen. Und der andere, ganz gelegen, sortiert sich hier. Vor kurz das Haus gezogen. Da oben ein. Deswegen, Roll-Off für Inniwurf, Runde 3. 6-1. Robby. Der Fairness halber, kriege ich den Zug? Natürlich. Sehr gut. Dann kommen wir im Zug 3, Ironshoffs. Wow. Hero Face. Der Orks. In der Healing-Phase sagt der War-Chanter an, dass die hier, die Ork-Poots, plus 1 auf Hit bekommen. Nicht gut. Und ich kriege einen Comic-Point. Und jetzt wird mal richtig gemoscht. Ich, mit dem nicht mehr hier. Nee, mit dem nicht. Mit dem bewege ich mich und mit dem bewege ich mich auch und mit dem auch. Der hier rennt. Der rennt mal richtiges Stück, richtiges Holz. Achso, und noch vorher darf ich ermitteln. Auf die 6 plus, habe ich vergessen. Nee, hätte ich noch plus Move geben können. Alles klar, dann bewegt er sich. Okay. 9 Zoll. Und die hier. Das sind 2 Triadentruppen, gell? Das ist richtig. Und welche, wo ist die Grenze hier? Hier, so. Da und da. Also 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doppel sie hin. Und das ist die andere Truppe. Ah, richtig, genau. Richtig, das ist die andere Truppe. Nee, nee, das ist 7. Das ist richtig. Das ist die Trümmertruppe von hier hinten. Genau, die Trümmertruppe. Ja, alles klar. Die Trümmertruppe. Okay, dann gehen wir mal mit den Ork-Boots nach vorne. Na. Er hat mich angemeckert vorhin, dass ich mich da reingestellt habe. Darf man nicht. Das Hütchenspiel, oder? Ja, genau. Muss ich dann so draufhauen, wenn er rauskommt? Hau den Lukas. Ja, dann krieg ich Ärger mit Manu. Zu Recht. Ja, gut. Wir machen mal ein Päuschen hier. Chargeface. Chargeface. Die da. Die da. Die da, die da, die da. Oder die da. Die da, die da oder die da. 7 Zoll. 7 Zoll. Ne? Trümmer sind mal dicke. An die Trümmertruppe. In die Trümmertruppe. Na, ich überlege vielleicht auch beide. Auf jeden Fall musst du durch den Wald. Das mache ich. Hey. Aber die Typen sind jetzt ein bisschen durch den Wald gerannt. Ein alle. Bisschen ist gut. Hier haben sie versucht, auf einem Bein durchzuhüpfen. Ja, der ist hier so. Sieht auch noch geil aus. Ja. Wow, wow, wow. Und für den da eins würfeln, komm. Er überlebt. Okay, wir würfeln für jeden einzeln weiter. Für ihn? Ja, mach mal. Ja. Der, ja. Und der davor? Nein, der fällt um. Scheiße. Und der hier? Top. Der da? Top. Oh, oh. Wir nähern uns zu eins. Ja, und der letzte? Top! Stark! Du Einstein! Ist gut! Huah. Orkisch! Okay, ich würde sagen, im Nahkampf wähle ich die als erstes aus. Ja, sonst ist ja nichts, ne? Na, nee, sonst ist nichts. Mhm. Dann peile ich nochmal ein Ründchen. Jo. Der peilt hier so hin. Der peilt hier hin. Der peilt hier hin. Der peilt hier hin. Der peilt hier hin. Ich peile mal wieder ein bisschen zurück. Peilt hier hin. Und der peilt so. Super, so lobe ich mir das. Jetzt haue ich mit den dreien auf die Truppe und mit den vieren auf die Truppe. 3 auf die Guten und 3 auf die Trümmertruppe, okay. Ja. In der Nackerphase fangen die Ork-Poots an. Hier vorne hier sind die beiden mit der großen Gord-Chopper. Die würfel ich gleich zusammen auf die beiden, auf den Sylvanetrupp.
aktivieren. Auf die 3. Yep, mit Rent minus 1. Ja. Steht. Und noch die 2 Brute Chopper hinterher auf die 3. Und auf die. Minus 1 plus 1 immer, ne? Genau, auf die 3. Nochmal 2 Stück mit Rent minus 1. Wieder 6er. Eins wiederholen. 2 Fünfen, ey, stark. Das sind 2 Schaden. Okay. Und jetzt nehmen wir die Truppe hier drüben drauf. Das sind 3 Stück mit der Gore Chopper. Auf die 3, auf die 3. Das ist besser. Das sieht gut aus. Dann haben wir die nicht so wichtigen eigentlich. Und auf die 3. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1 wieder, ne? Jawohl. 6, 1 wiederholen. Huch. Nichts, dann sind das schon mal. Okay, wie viel hast du geworfen? 7. Ah ja, dann sind 7 Tote. Die Trümmertruppe ist schon weg. Passt schon. Shit, mein Bester konnte noch zuschlagen. Dann komm, dann guck mal, wie viel. Okay, los, Boss-Chopper, zeig, was geht. Auf die 3. Auf die 3. 2 Stück mit Red minus 1 und 2 Schaden. Naja. Schon wäre schon mal eine Safe. Okay. Aber die Trümmertruppe ist eh weg. Trümmertruppe ist Arrivederci. Die hauen zurück, 15 Attacken auf die 4. Auf die 4. Eine. Minus 3. 4er Safe. Durch. Ein Schaden. Hat er noch ein Leben. Ja, Bravery. Bravery. 2 verloren, nur. Ah, da fliegt keiner. Safe. Ich muss auch testen, auf die 6 flieht der eine, den ich hab. Alter, was ist das denn ernst? 6. Das ist aber echt schlecht. Okay. Passiert. Dann darf ich, ne? Ich krieg noch 2 Punkte. Ja. 3 Punkte für das Kontrollieren. 5 zu 2 in der dritten Runde. Und es ist Turn Robert. Hero Face. Command Ability wird wieder geused. Auf die 4 plus gibt es einen Wald. Jawoll. Wäldchen, 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 Wäldchen. Hier unten ist er platziert. Der Robert erobert mit den Wäldern das ganze Spielfeld. Dann machen wir erstmal Wald erwecken. Wald erwecken. Und auf los geht's los. Nee. Nein, das ist gut, dass das nicht durch ist. Dann haben wir noch die Branch Sprays. Ja. Die macht mal die Triaden wieder. Jawohl, auch nicht. Sehr gute Zauberphase. Sehr gut. Glücklich sehr, sehr für uns. Ja, das ist gut, damit hier nichts passiert. Bewegen. Bewegen. Der Ancient will sich durch den Wald bewegen. 3. Ja, ganz Top. Normal. Das heißt, er muss sich, kann sich jetzt in irgendeinem Wald, weil er muss am Wald dran stehen, kann sich in einen anderen Wald bewegen, muss einen 9 Zoll Abstand halten. Ja, 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 ja. Warte mal. Ah, ich überlege mal. Shooting Phase, bewegt ist fertig. Wir haben uns so, also Robert hat sich doch umentschieden, nicht ich, Robert, weil er möchte lieber in den Nahkampf reingehen und nicht hier unten hinporten, weil dann ist ja 9 Zoll von den anderen weg. Deswegen hat er das gleich gelassen, sondern hat sich vorbewegt, um zu chargen. Genau. Und die Triaden da oben aus dem Nahkampf zurückgezogen. Genau, sind auch gerannt mit 1 Zoll. Er schießt auf die. Trifft. Yep. Und verwundet mit minus 1 oder 2? Minus 1, glaube ich, nur. Ja. Dann auf die 5. Steht. Sauber. Charge. Important. Der, Chargen. Mhm. Die da. Die sind drin. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das, da muss ich jetzt mal schauen. Die da, da rein. Also, wie auch immer. 7. Reicht. Reicht. Und der auch noch. Mhm. Reicht das? Jop. Gerade so. Mit viel Gedrehe hier so, ne? Ja. Muss auf den Halbzoll ran. Ja, das passt. Das Ding ist gebogen hier. Manu, undicht. Hab ein bisschen Wasser gefangen. Ja, echt mal. Die hatten ja. 7. Ja gut, das ist ja. Das ist hoch. Okay. Ja, dann hau mal zu. In der Comet Phase. Wer möchte? Ich möchte zuerst mit dem Tree Lord Ancient, glaube ich. Jawohl. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Würfel mal auf die 4 plus, kriege ich minus 1 auf den Hit. Stimmt, hast du recht.
Ja. Legen wir mal hier hin. Mhm. Okay, dann hauen wir zuerst mit Sweeping Blows drei Attacken auf die 3, auf die 3. Ja. Oh, schade. Oh. Drei Würfe. Ja. Nummer 2. Minus 1. Minus 1 auf die 5. Einer steht, einer ist durch. Die 6. Boah. Shit. Die beiden sind. Mhm. Das sind die mit den starken Waffen. Oh, das ist blöd. Aber ich brauche den Punkt. Und vor allem willst du ja nochmal zuhauen. Die gehen? Mhm. Ja, aber ich schlag lieber auf die Kunathunter. Ja. Okay, hast du noch eine Attacke? Nee, die haben halt. Wurzeln darf ich ja nicht mit denen, da müssen ja stehen bleiben, ne? Die hier? Ja. Mit denen kannst du nicht wurzeln, weil du gecharged bist. Genau, eben, ja. Ja, dann hau zurück. Hat der keine Attacke mehr? Achso, mit den Dingsbums hier. Ja. Trifft er auf die. Nee, trifft nicht. Auf die 3? Ja. Okay. Ich aktiviere die Orc Brutes und der Chef, also alles schlägt auf die Kunathunter. Der Chef fängt an mit 3 Attacken auf die 3. Also es hat minus 1 Hit und ich habe noch plus 1 Hit durch den Watchhunter. Das heißt, einer trifft nicht und die anderen beiden auch auf die 3. Oh shit, keine. Und dann. Ui. Die mit den Two Brutes Choppers sind jeweils 4 Attacken von den Jungs. Sind 12 also, weil es noch genau 3 sind. Auf die 3. Top, 2 Stück nicht. Und dann nochmal auf die 3. Ach du Scheiße. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Rent News 1. 5er. Fünfer und eins wiederholen. Genau. Okay, dann hast du 3 geschafft und 3 Schaden. Okay, dann ist einer runter auf 2. Mist, habe ich mir doch mehr erhofft. Von den Brutes. Brutes. Ja, da hast du auch ganz schlecht gewürfelt jetzt, ne? Ja, du gibst mir immer minus ein Hit. Wenn ich jetzt auch einen Triaden geschlagen hätte und der ist daneben, hätte ich auch minus 2 Hit. Mhm. Ja, stimmt. Hier kommen die Triaden dran. Ist der noch ein 2-2? Ne, da muss er direkt an der Base stehen. Achso, okay, stimmt. Wie viele? 2, 4, 6, 8, 16. Attacken 17. 17, weil der Chef mit der Eule ist auch dabei. Auf die. Das kannst du ja ein Lied singen. Ja, aber 2, ja doch, klar, kann ich ja immer. Ja, auf die 3. Mhm. Ei. Ja, vielleicht schafft das. Der ja. Gute. Und auf die 4. Jetzt komm. Komm! Oh, stark. 6 Stück. Nein. Auf die 4. Boah. Auf die 4. 4 Schaden. Damit. Bock und der ist weg vom Fenster. Die Kunathunter möchte noch zuschlagen auf die Brutes. Ach so, das sind ja 4 Attacken immer. Ups. Hast du eben zu wenig gemacht? Ja, die ganze Zeit. Und der Chef hat auch eine mehr. Und kriegt 1 zu den Trefferwürfen. Ach du Scheiße, habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Uah. Und deswegen war es nicht so schlecht. Ach du Alarm. Also die Roten auf die 2. Was? Und die. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Oh Gott, das war ja also nur ein Nahkampf. Roten auf die 2 und Grauen auf die 3. Okay, ach du Alarm. Und auf die 3. Kippe. Das sind nur 2. Minus 1. Hast du doch mal so wie vorher gewürfelt. 2 Stück mit minus 1. 5. Einer ist safe, einer ist durch. 2 Schaden. 2 Schaden, dann kriegt der hier vorne 2 Schaden, hat nur ein Leben. Ja. Dann ist die Runde rum. Ich muss einen Battleshock-Test machen. Ich habe 2 sind gegangen. Battleshock-Test. Top, bei mir passiert nichts. Und du musst keinen machen.
Lebenspunkte hier habe ich 3, 6, 9, 10. Du hast nur noch 7, das heißt, der gehört noch mir. Aber der Robert ist hier dran. Hat ihn damit geholt. Und da oben den auch. Das heißt, der kriegt dafür jetzt 6 Punkte. Und damit hast du, also du kriegst jetzt 3 pro. Du hast insgesamt 8 und ich habe 5. Und das war die dritte Runde. Jetzt kommen wir in die vierte. Und wir starten mit dem Roll-Off. Uai! Gibst du mir oder was? Ja, nein. Okay, dann kommen wir Runde 4, Iron Jaws. Fuck. Hero Face. In der Endphase gibt der hier ein plus 1 auf Hit auf die. Mhm. Auf die 6, da was sich so sich bewegen. Nein. Dann bewegt er sich. 4 Zoll. Und charged. Alter, okay, dann hau mal rein. Krass, ganz stark. Kommt der sogar da hinten rum, ne? Ja, 9 und 3. Mhm. Oh, warte mal kurz, wenn ich einen Charge aber mache, muss ich ja innerhalb von einem Zoll an dir dran sein. Das komme ich nicht, das komme ich nur, wenn ich hier stehe. Mhm. Aber kein schlechtes Timing. Gut. So lobe ich mir das. In der Nahkampfphase wähle ich trotzdem als erstes die aus. Jo. Und peile hier so ein bisschen. Damit? Damit der Große da hinten aus dem Nahkampf draußen ist. Mhm. Weil jetzt nicht mehr einer von 3 Zoll ist. Und hier Kohensi existiert. Und jetzt schlage ich mit denen nochmal auf die Konrad Hunter. Mhm. Cooler Tante, wir fangen an mit dem Chef. Aber ich darf jetzt wurzeln. Du darfst jetzt wurzeln, genau. Aber ich habe nicht mehr minus 1 zu Hit. Mhm. Glaube ich jedenfalls. Ne, wieso auch, oder? Ich weiß nicht, ob das bis zu deiner nächsten Heldenphase gilt. Okay, zählt nur für meine Nahkampfphase, also diese Nahkampfphase. Also das zählt in jeder Nahkampfphase, aber er ist nicht mehr im Nahkampf. Ah ja, okay. Also nicht in Reichweite. Und also stand dabei in dieser Nahkampfphase. Also es wäre ja dann nur die eine Phase von mir. Was? Achso. Das wäre ist ja schon wieder eine neue Runde, also zählt das eh nicht mehr. Egal, ob du im Nahkampf bist oder nicht, oder? Ich hätte gedacht, das zählt in jeder Nahkampfphase. Ah, okay. Ich glaube dir. Aber ich glaube, innerhalb von 3 Zoll, doch, du musst trotzdem testen. Weil vorher war ich noch in 3 Zoll, bevor ich gepeilt habe. Und das macht man, glaube ich, zu Beginn der Nahkampfphase. Aber es steht doch, warte mal, zu Beginn der Nahkampfphase. Genau. Also müsste ich jetzt trotzdem noch machen. Ja, auch wenn ich rausgegangen bin, aber du musst trotzdem testen. Krass. 6, okay, ich krieg mir seinen Hit. Das heißt, ist wieder genauso wie eben. Der Chef schlägt zu. 3 Attacken auf die 3. Eine. Oh, und auf die 3. Oh Gott. Jetzt kommt wieder die Jungs, die normalen Boys. 12 Attacken auf die 3. Na, das ist gut. Sieht besser aus. Und nochmal auf die 3. Ui, das sieht gut aus. 3 Stück nicht, sind 7, 8. 8 Stück mit Ramp minus 1. 5er. Mhm. Eins wiederholen. Nee, das ist alles wiederholen. Stimmt, richtig. Ja, darfst du auch wieder holen. Bis auf die 4, die darfst du nicht holen. Wegen Formmodifikation. Alter, nur 2 Schaden. Boah. Dann ist aber einer weg. Boah. Gut gesaved. Ja. Okay. Ja, dann peile ich hier mal ein bisschen, ne? Mhm. Die sind ein bisschen reingepeilt, die versuchen jetzt irgendwie umzuhauen. Auf die 4. Und wieder auf die 4. Vier Stück? Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück, kein Rent, also 4er Save. 3 Schaden. Mhm. Mein Boy hat noch 3 Leben. Ich schlag mit ihm zurück. 4 Attacken auf die 3. Jede 6 macht eine Zusatzattacke. Brauchen wir gar nicht. Auf die 4? Keine. Jawohl, Warchain da. Guter Mann. Okay. Dann hau ich mit dem Chef da von den Colonel Hunter noch zu. Mhm. Auf die 2. Mhm. Auf die 3. Eine, minus 1. 5er.
Steht. So. Okay, dann Punkte. Punkte. Ich krieg den Punkt, krieg dann 4. Und hier ist es jetzt interessant. Ganz streng genommen, wenn man jetzt mal unterwegs ist, auf. Mach doch mal den hier ganz vorsichtig weg. So. Der ist von dir drin. Man muss ja vom Mittelpunkt messen. Der ist nur der drin, der hinten nicht mehr. Meiner ist genau auf der Kante und der hier ist genau auf der Kante und der hier ist es nicht. Da habe ich 3 Leben und du 2. Dann passt das doch. Ist auch eine Millimeter-Maßarbeit hier. Ja, ich hätte die natürlich noch ein bisschen hier dran stellen können, ne? Ja. Aber ist egal. Hätt's gereicht. Den Punkt hast du. Ich habe es nicht gemacht. Ich krieg 8 Punkte dafür. Mhm. 16 und du hast 10. Genau. Dein Zug ist ja jetzt auch erst. Genau, wir fangen jetzt erst an. Hero Face, Bäumchen. Der macht erstmal einen Arcane Bolt. Kommt mit einer 7. Eine tödliche, ne? Mhm. Ist ja schon mal weg. Und weiter wecken auf die 5. Genau. Ja, die kriegen die natürliche. Eine. Der hier drüben. Noch 2 Leben. Dann wollen wir. Von ihr? Was machen wir da? Erneuern bringt ja nichts. Aber die kann auch einen Schadenszauber, glaube ich, oder? Ach nee, die kann Dryaden beschwören. Ich könnte irgendwas machen, wo ich Wald erwecken. Ja, aber Dryaden beschwören, das brauche ich da nicht eigentlich. Warum hast du mit ihm nicht Arcane Bolt gemacht und mit ihm eigentlich den Dingszauber? Wald. Der richtige Wald erwecken, Zauber von ihm, der macht auch Schaden. Und mit ihr Arcane Bolt. Das meint, ja, das wäre besser, ne? Mhm. Ja, lernen durch Schmerz, ist halt so, ne? Dann mach mit ihr. Mach Dryaden beschwören. Ja, auf die 7, das ist dann mach schon Mystic Schild auf die 6. Ja, dann machen wir das jetzt. Ja. Auf ihn. Ja. Oder auf ihn? Brauchst du. Nee, dann benutzt nicht die kommende Build hier, sondern machst einfach Mystic Schild. Falls es durchgeht. Warte mal, Command Ability hat er doch wieder benutzt. Genau, musst du aber noch nicht benutzen. Mach mal ein Mystic Schild erst. Ja, mach, genau. Top, eine 6. Jetzt kannst du irgendein Mystic Schild geben, beispielsweise dem Chef. Ja, oder gebe ich einfach mal. Aber er darf schon so alles wiederholen. Den brauchst du nicht geben. Wenn ich wurzle. Genau. Wurzel der eh, weil er alleine ist. Genau, dann gebe ich ihm einfach. Jawohl. Okay. Wald erwecken. Wald erwecken auf die 5. Top, der andere Wald. Nee, okay. Dürfte ich den anderen hier auch noch erwecken, oder? Also was? Den dürftest du auch noch, aber das bringt ja nichts. Nee, aber hier habe ich auch 2. Und den hast du probiert und den hast du probiert. Aber vorhin nur einen. Stimmt, dann darfst du den auch noch einmal testen. Ja, nee. Sogar doppelt dämlich, weil ich an beiden stehe. Ja, stimmt. Das war's, ne? Ja. Okay, dann schießen wir. Bewegen uns erstmal. Genau. Okay. Shooting Phase! Also die Branch Ridge ist rübergerannt, so ja, da hinten positioniert und der Ancient hat sich in Position begeben zum Schießen. Auf die 2. Mhm. Auf die 3. Du hast bis jetzt immer, Fernkampf hat immer funktioniert, ne? Ja, nur 1. Auf die 5? Nein. Die 6. Ja. Boah! 2. Einer 3 Leben, 5. Der letzte Chef steht noch mit 2 Lebenspunkten. Charge. Ja. 4. Das schicke ich nicht. Kann ich wieder. Jetzt kannst du den Common Point ausgeben. Gut, dass ich auch auf dich gehört habe. 5. Ich glaube, das reicht aber. Ach, glaube nicht. Reicht, Dicke. Krass, reicht. Reicht. Eine 4 hat nicht gereicht, aber eine 5. Dann hauen wir gleich mit dem zu. Jawohl. Würde ich sagen, ne? Tu es. 3 Attacken, glaube ich. Ja, Sweeping Claws, 3 Attacken auf die 3 auf die 3. Ja. Eine, minus 1. 5. Steht. Sauber. Und die Talon? Nee. Die will immer nicht. Jetzt du auf den Kornhaut wahrscheinlich. ja, hier ist egal, ob ich ein oder zwei umbringe. Ich nehme den auf den Kornhaut. Der hat gewurzelt und Mystic Schild oder was? Ja. Nee, Mystic Schild hat der. Stimmt, richtig. Gewurzelt. Du musst da testen, auf die 4 plus kriege ich minus einen Hit. Stimmt. Ja. Das hat auch jedes Mal funktioniert. Ja, stark. Unfassbar. Okay, 3 Attacken auf die 4 jetzt. Eine auf die 3. Ja, eine mit Rind minus 1.
steht. Okay, dann war's das. Dann war's dies. Dann darf der Colonel Hunter noch mit seinen 4 Attacken. Ist nicht der Champ? Ja, auf die 2 Treffer. Achso, das hilft eins bitte, ja. Auf die 3. 2 Stück minus 1. 5. Ist durch. Jo. Okay. Weggeschnetzelt. Als letztes der Warchain da hier unten. Auf die 4. Ja, auf die 3. Eine Bonusattacke auf die 3. Und auf die 4. Eine. Dann stirbt nur eine. Okay, dann vermute ich der letzte Nahkampf. Die Drianen. 4. Okay, die Drianen. 15 Attacken. Mit gesungen. Jawohl. Auf die 3. Alter, was ist denn hier? Heute ist gut, dass ich ein Flatrate habe. Nur 2 nicht. 3. 4 nicht, Mann. Okay. Alter. Okay, okay. Das ist ganz schlecht. Für die grauen Powerwürfel. Mann, weg. Jetzt 4, 6, 8, 10. Erzähl doch nichts. 10, 3, 7, 10. Das war verdammt gut. Oh, das tut mir leid. Auf die 4. Das war auch verdammt gut. 1, 2, 3, 4. Hier wäre der Warchain dann nochmal tot gewesen schon. Okay. Dann ist er natürlich weg vom Fenster. Und der Robert kriegt jetzt da hinten 4 Punkte, hier für 4 Punkte und hier für Punkte. Das wären 12. Bei uns ist das so, dass das Spiel immer noch fertig gespielt wird, theoretisch gesehen. Aber der Robert macht ja in unserem 5. Zug nichts mehr. Und bleibt stehen, kriegt dafür nochmal 5, nochmal 5 und nochmal 5. Also nochmal 15 Punkte. Dann haben wir ein sehr hohes, eindeutiges Ergebnis. 40? Ach du Alarm. Okay, ja. Okay, trotzdem kriegst du einen Handschlag dafür. Geiles Spiel. Ja, vielen Dank. Wenn die Siegeserie oder das Spiel so immer verläuft, wie es für dich im ersten Spielchen, dann wird das eine witzige Sache. Aber. Ja, du wirst ja auch leicht hoch eskalieren, so langsam, ne? Also die Rache kommt. Wir fangen locker an und sehen uns jetzt in der. Postgame. Wir können auch den jubelnden Typen hier noch hinstellen. Du kannst ja auch das hinstellen, was du komplett vergessen hast. Oh mein Gott! Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wir uns hier ein paar Sachen hinstellen und so. Und ich habe hier ganz toll erzählt, dass wir den jubelnden Typen vor das Mini Paradise Schild stellen. Und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, du kannst ja auch das hinstellen, was du vergessen hast. Kannst du ja auch. Aber kannst du ja, war ja nicht notwendig heute. Robert ist ein schlauer Fuchs, der wusste, dass die Schwerter hier nur besonders gut gegen Chaos-Einheiten sind. Und da ich ja Destruction gespielt habe, hat er komplett drauf verzichtet. Nee, Spaß beiseite, wir haben mal kurz hier eine coole Einheit hingestellt, hier den coolen Tyrant Ancient mit seinem Zauberstab. Geile Einheit. Hat der spielt den natürlich auch schon sehr clever, der Robert, der Fuchs, hat ja ein paar Tipps bekommen. Mit ein 2er Safe-Wurf, 1er Reroll, Rent 1 ignorieren. Ja, das habe ich mir gemerkt. Aber das ist schon. Ich habe versucht, den auch weitestgehend zu ignorieren, aus dem Spiel zu lassen. Sinnlos, ne? Ja, ist aber sinnlos drauf zu hauen, weil auch meine meisten Einheiten, auch wenn nur Rent 1 haben, das heißt, die stehen da und da passiert gar nichts. Auf die 2, auf 1er wiederholen, also da kannst du mit 50 Attacken draufgehen, da passiert nicht viel. Deswegen muss man bei so Spielen jetzt 10 beispielsweise umgehen, da muss man schon mit ordentlich Rent oder tödlichen dran. Aber beim Spiel geht es ja schöner, also weil das Spiel ja so schön ist und es ja nicht darum geht, den Gegner mal komplett umzubringen, sondern taktisch rumzulaufen, Punkte einzunehmen, was echt sehr schön daran ist. Mhm. Okay. Es wird nicht der die meisten Modelle umbringen, sondern der die meisten Punkte im Spiel holt, im Regelfall. Ja, aber klar war es jetzt natürlich im Endeffekt recht eindeutig. Ich habe Altenschuss, wie gesagt, jetzt auch erst im zweiten Mal gespielt. Ich hatte mir durch diesen brachialen Ansturm von den Gorkrunters im ersten Turn, weil ich wusste, dass er keinen Comet Point hat, sodass ich dachte, dass ich, wenn ich viele Triaden umbringe, dass auch viele fliehen. Mhm. Dass vielleicht der ganze 20er Block, wenn ich da jetzt mal 8, 9 umbringe, mit Bravey 6, 7, dass da vielleicht nochmal 7, 8 gehen. Das so haben die Würfel aber auch echt entschieden. Ne? Da hast du, glaube ich, 2 Stück oder so weggemacht bei dem 20er Block. Dem ganz linken vorhin. Ja. Das war ja nichts. Ne? Also du hast auch echt ein bisschen blöd gewürfelt. Obwohl meine guten Würfel das eigentlich waren. Mhm.
Die 40k-Würfel waren das. Die 40k-Trukari haben zu mir gehalten. Die sind bei uns in der Region, im Lokalen, bei unserer Community heiß begehrt, meine Würfel. Naja, da würfelt eigentlich jeder sehr gerne mit denen, aber heute haben sie es nicht geliefert. Ich halte trotzdem weiter an den Fest, die sind gut. Ich vertraue. Ja. Aber nee, hat man bei manchen anderen Attacken noch gesehen, bei dem Megaboss, als ich da drauf gehauen habe, habe ich auch gedacht, der haut ein, zwei Kunot Hunter locker flockig weg. Liest sich schon gut, plus ein Rand, 7 Attacken. Rank minus 2, 2 Schaden, hab ich mir schon gedacht, mach mal 10 Schaden. Aber wenn du auch alles wiederholen kannst durch dieses Wurzeln da und so, ne, das ist halt auch fies, ne? Auch die einzelnen Triaden, die schon minus einen Hit geben. Das ist schon nervig. Ja. Und natürlich die Game, also was das Spiel natürlich direkt in die Siegesrichtung gelenkt hat, war der eine Zauber, der einen von mir D3, ne? D3 Tücher und noch Walter weg hat. Ja, das war heftig. Also das ist schon eigentlich, klar, es ist jetzt noch so ein bisschen neu wieder, ne? Lange nicht gespielt, bla bla bla, aber das ist relativ easy, mit denen ziemlich viel tödliche Wunden zu verteilen, mit ein bisschen Würfelkluckern an richtigen Stellen. Ne? Also da muss man dann an den manchen Stellen nicht viel können. Ne? Nö, das ist halt einfach, weil ja gut platzieren, aber ja. Positioning trotzdem ist auch immer noch wichtig. Das stimmt. Und vor allem so mit den Triaden postieren, ich könnte dir ja auch theoretisch so postieren, dass ich sage, ich bleibe immer so ein bisschen im Wald drin, weil du musst ja ein halbes Zoll drankommen. Dass du immer, um in Nahkampf zu kommen, immer so 0,6 Zoll weg bist. Genau. Dass du für jede Einheit würfeln musst. Das hatte ich nämlich am Anfang dann so irgendwie mal verpeilt, weil das wäre schon fies gewesen. Ne? Du hast halt gar keinen Zugzwang. Du musst nicht nach vorne, du ballerst so mehr, umso länger das Spiel dauert, umso stärker wird es gewarnt, umso mehr Bäume gibt es, umso mobiler bist du noch. Und solange er weiß, dass ich kommen muss, kann er auch schön sich in diesen Wäldern einbunkern und warten. Klar, und mir so einen Hit geben und tödlich verteilen und so weiter. Ist schon cool, aber die Mechanik ist richtig cool. Es gibt keine Armee, die sich so spielen lässt wie Sylvanas mit den Wäldern als wieder neue Inputs schon cool. Und so. Sieht auch cool aus. Ja, das auch stimmt. Wenn man zwar so ein Pack kauft und die Bäume, die da drin sind, zur Seite schmeißt und nur die Platten normal. Ja, ich meine, man könnte diese Stumpfe da hinstellen, ne? Aber irgendwie, weiß nicht, ist wie es ist. Nee. Weil dann stehen die da manchmal mit irgendeiner Waffe und können dann aber nicht dran, obwohl es eigentlich, egal. Ist nicht so schön, passt aber schon. So ist sieht ja, ist ja okay, ist cool. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses erste Spiel heute und sehr gerne, es hat mir auch genauso viel Spaß gemacht, ich mag das. Also ich bin, du bist ja gerade cool, auch andere Armeen zu spielen, die ich sonst immer so spiele und fuchst mich da auch gerne mal so rein, was kann man ja auch sehr, also du hast ja auch absolut kein Problem damit, irgendwie so zu verlieren. Ne? So, das merkt man ja bei dir auch, also ist bei ihm. Ne? Aber das war ja jetzt ein sehr leichter Einstieg. Ich habe auch schon mal gegen die Iron Jaws gespielt. Das war halt auch noch ganz cool. Also man weiß so grob, dass wenn die da ankommen, dann gibt es auch die Fresse. Aber das ist Ende des. Ja, aber es war halt auch cool für den Einstieg, weil du hast keinen Fernkampf gehabt, du hast keinen Zauberer gehabt. Das war alles sehr elementar, einfach und einfach drauf und los. Ne? Also es war ein cooler Einstieg für mich auch. Um diese Armee einfach mal kennenzulernen, um wenig da jetzt im Kopf zu haben, was ich bedenken muss, vor allem auch bei der gegnerischen Armee. Ne? Ja, ich finde, das spielt auch immer so eine Rolle. Das stimmt. Eigentlich konnte sich der Robert immer merken, egal mit wem, jeder ungefähr ist im Nahkampf relativ gleich gut. Und stimmt, alle gehen halt nach vorne. Klar, dann gibt es halt diese zwei War-Chanter, die halt plus eins auf Hit gegeben haben. Das sind diese zwei. Ja gut, aber das hat sich ja immer ausgeglichen irgendwie. Ne? Ja, das war, hat man eigentlich auch immer kaum Unterschied gemerkt. Ja. Aber das stimmt. Ein Einsteiger ist natürlich gerade ein Schuss als Gegner erstmal ziemlich gut. Absolut super. Also das heißt nicht, dass sie schlecht sind, ganz im Gegenteil, sondern einfach nur von der Regelmechanik her. Man muss aber nicht 7000 verschiedene Sachen beachten. Der Gegner kommt, der bewegt sich, der greift an und charged und mit dem Nahkampf moschen, so wie man sich halt ganz klassisch die Orks vorstellt. Das stimmt, als Einsteiger hat man da leichte Kenntnisse der gegnerischen Armee erlangt. Ja, mal gucken, was es als nächstes gibt. Mal gucken, was als nächstes kommt. Falls ihr natürlich da irgendwie solche Prio-Listen habt und sagt jetzt, ey, voll geil, gerade ein neues Battletome rausgekommen, wir wollen jetzt mal unbedingt das sehen, wir wollen irgendeine Unterfraktion von einem sehen. Wir versuchen auch wirklich alles mal zu holen, auch jetzt gerade habt ihr alles von Skaven sprechen, einfach mal auch einzelne Clans rauszunehmen, 1000 Punkte hat man schnell mal zusammen, wir gucken uns einfach mal alle Mechaniken an, die es so gibt und stellen alle auf die Probe gegen Roberts heißgefürchteter, abgebrannter Wald. Jetzt geht's aber los. Der abgebrannte Wald. Da muss man richtig abgebrannt werden. Mal gucken, ob es eine Armee hinkriegt. Definitiv kriegt eine Armee hin. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Rache auch schon. Vor allem, wenn die Zuschauer jetzt auch sagen, ey, geht gar nicht. Ne? Der Wookie, jetzt legt er da so ab. Mit den Zaubern, das war auch eine Frechheit vorhin, was da gelaufen ist. Jetzt gibt's auf die Fresse.
Hoffen wir es mal. Es kann ja nicht sein, dass wir so eine Szene, also eine Reihe anfangen und der Robert geht am Ende hier raus und hat jedes Spiel gewonnen. Oh Gott. Ja, aber dann, also wenn das passiert ist nach der vierten Serie, Schluss. Aber Manu macht ja auch mit und du bist einfach zu freundlich für sowas und Manu macht dann irgendwann einfach, der macht dann einfach mal einen Deckel zu. Sagt dann, nee, komm. Und dann höre ich wieder auf mit der AOS. Dann gibt es wieder noch 40k Battle Reports auf dem Kanal. Ja, genau. Nee, cool. Also hat dann auch keine AOS Battle Report. Also ich meine, das könntet ihr natürlich genauso machen, aber ich bin ja zuständig für dieses Hochgeladen, dann boykottiere ich das einfach. Dann werden ja noch Videos gedreht. Eigentlich haben wir schon 20 Battle Reports für AOS fertig. Aber ja, es geht nicht. Computer jetzt und. Nee, auch abgestürzt, Festplatte defragmentiert. 40k, ja, das geht. Ja, das war auf Festplatte C. Nein, aber es macht auch. AOS macht einfach zu viel Spaß, um Gottes Willen. Also das wird nicht passieren. Und manchmal ist ja Lernen durch Schmerz auch gut. Auf jeden Fall. Also immer eins, das steht da drauf. Ich auch. Ich lerne auch durch Schmerz. Bei Tabletop-Spielen. AOS ist schon cool. Also das wird niemals passieren. Nein. AOS hat sich mit so einem besonders tollen System entwickelt, was sehr, sehr viel Spaß macht. Ja. Müssen sogar eingefleischte 40k-Veteranen. Warum grinst du jetzt so doof? Weil ich dich davon erzähle. Ja, schön. Ja. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Wenn euch natürlich noch aufgefallen ist, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder ihr. Ich habe ein paar Sachen vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Haben wir ja gemerkt. Kölner Hunter Attacken. Stomp am Anfang mit dem Three Lord Enzil und so. Verzeiht. Ich habe auch mal versucht, mit da zu decken. Aber das ist. Und Sylvanas hat auch sehr, sehr viele Sonderfähigkeiten. Ist das viel? Also, wenn man das ja jetzt. Also, wenn man jetzt mal die Brücke zu 40k schlägt, ist es ja eigentlich relativ wenig. Wenig? Finde ich schon. Also ich finde allein schon, was der Engine kann, der kann glaube ich 7 Sachen. Wenn die Warscroll ja, gut, dann ist so, es ja, dann ist es so viel. Voll. Ja, da hast du recht. Aber es kommt mir jetzt vielleicht. Du kannst einen Wald beschwören, aktiv los, du kannst ja, zaubern, dann kannst du Fernkampf, dann kannst du eine Ability mit Stampfen, dann kannst du, wenn du mit einer Attacke einen Schaden gemacht hast, kannst du irgendwie Wert. Ja, ich nehme alles zurück. Ja. Oh, da ist man schon beschäftigt. Meine Warscrolls dagegen waren sehr einfach. Das schneide ich raus. Dummes Kommentar. Außer keine Regeln. Ja. Nee. Falls ihr natürlich fernab von den Kundertan-Attacken noch irgendwas gesehen habt, was wir vielleicht falsch machen, gemacht haben oder was man vielleicht besser machen könnte, auch aus meiner Perspektive, wie kann man irgendwie klüger mit einem Schuss spielen. Ich habe schon überlegt, vielleicht hätte ich dann doch noch mehr kuscheln sollen, vielleicht dann doch nicht den Angriff über die Flanken so weit machen sollen. Ist wie es ist. Ich hatte mir gedacht, das wäre klug. Vielleicht war es nicht so klug, vielleicht hätte ich warten sollen. Ich habe gedacht, ich versuche einen schnellen Strike nach vorne zu machen, um schon viel Schaden anzurichten, weil so länger Spieler dauert, dachte ich mir, umso voller ist das Spielfeld, umso mehr tödliche Hagels auch. Vielleicht spielt man es halt auch kluger, oder vielleicht gibt es auch eine coolere 1000-Punkte-Liste, die man bei einem Chance jetzt hätte spielen können, als die ich gespielt habe. Gerne, falls ihr coole Vorschläge habt. Lasst uns daran teilhaben, was ihr für Ideen habt. Und auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, falls wir da irgendwie jetzt keine Informationen bekommen oder da nicht zu, oder euch egal ist, was wir spielen, alles cool, wir probieren eh alles aus. Aber falls wir irgendwas gibt, was ihr jetzt unbedingt mal gerne sehen wollt, was brennt, dann werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir. Wünscht euch mal was für mich, auf jeden Fall. Irgendwas. Kein Nighthound, keine Goblins. Nee, du Goblins würde ich auch mal gegen. Ja, aber gegen Nighthound habe ich schon gespielt bei dir. Kein Nighthound, ansonsten alles. Mal gucken, was wünscht euch was. Komm, was kommt. Haben wir richtig Bock auf eine Baller-Skaven-Armee. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Auch nicht schlecht. Na, wir schauen mal, was uns so beim nächsten Mal einfällt. Auf jeden Fall, was wir jetzt zum Abschluss noch natürlich sagen müssen, ist, das wird jetzt eine Videoreihe von uns beiden. Endlich. Die etwas mehr Beständigkeit hat als eine andere, deren Namen. Die nicht eingeschlafen ist. Welche, was meinst du? Wir hatten schon mal eine Reihe angefangen. Also ich so mit den, ja, aber das kommt auch wieder. Wir haben das ja da diese Anfängersache, das hier einfach mal weitergemacht und deine Drukhari machen wir auch weiter. Auf jeden Fall, das ist nicht abgeblasen, die kommt auf jeden Fall, das wird doch mal. Und ich bin ja auch jetzt ein bisschen an den Drukhari dran und die werde ich dir dann irgendwann feierlich übergeben und die kannst du dann ganz alleine spielen. Ich helfe dir quasi jetzt ein bisschen. So im Background, also geile, fiese Liste. Geile Drukhari Liste. Ist die geilste von den Kämpfen, aber egal, das ist was anderes. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Videoreihe von Robert mit Beständigkeit von uns beiden. Ja, endlich. Das ist ja für dich, ich bin dabei, aber... ist für uns, dass wir endlich wieder ein gemeinsames Projekt haben und für euch natürlich auch. Wir haben uns nur vor der Kamera lieb. Nee. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Nein, das stimmt wirklich nicht. Ja, dann können wir jetzt frisch rasiert und frisch geduscht
auf dem Kopf, meinte ich. Ach so, ja, muss ich auch wieder. Jetzt das Video beenden und wünschen euch natürlich... Eine Sache noch, ganz wichtig. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und uns vielleicht so ein bisschen supporten wollt, könnten wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, also weil wir kein Patreon haben, weil wir keine Spendensache irgendwie PayPal machen oder so. Wenn ihr Lust habt, uns zu supporten, wir haben noch einen eigenen Laden und ihr könnt bei uns bestellen. Und wir werden auch irgendwann einen eigenen Online-Shop haben, aber solange das noch nicht so weit ist, haben wir eine E-Mail-Adresse, die hier unten im Video verlinkt ist. Und da gibt es auf alle Games Workshop-Produkte grundsätzlich 20% und auf alle GW-Exclusive-Produkte geben wir 5%. Und es läuft immer so, dass ihr uns einfach eine E-Mail schreibt und unsere Bestellung geht eigentlich spätestens Sonntag bzw. montags morgens an Games Workshop raus. Die Bestellung ist dann in der Regel donnerstags bei uns und würde dann Donnerstag auch noch immer in den Versand gehen, wenn wir es nicht vorrätig haben. Das heißt, das Paket, weil wir uns da auch wirklich beeilen, ist spätestens samstags dann bei euch. Vorausgesetzt, Games Workshop hat das alles auf Lager, weil da sind uns natürlich manchmal auch die Hände gebunden, wenn Produkte gerade derzeit nicht mehr lieferbar sind, momentan Lieferschwierigkeiten sind. Es kam jetzt auch schon vor, dass Produkte in der Zeit, wo wir eigentlich die Bestellung schon abgeschickt haben mit dem jeweiligen Produkt, dann auf einmal nach der Versandbestätigung die Nachricht kam, dass das Produkt auf einmal nicht mehr vorrätig ist. Da können wir leider nichts machen. Ist blöd für uns, blöd für euch, aber das nur als Info. Also wenn ihr uns da unterstützen wollt oder so auf diesem Wege, würden wir uns recht riesig freuen, wenn ihr das Projekt auf diese Art und Weise einfach unterstützt und bei uns mal das ein oder andere Produkt bestellt. Und falls da was dabei sein sollte, was ihr bestellt habt und wir konnten es nicht geben, können wir euch auf jeden Fall sichern, dass wir sehr kulant mit diesen ganzen Sachen umgehen werden, weil wir wollen natürlich auch dann euch Support und Service bieten, wenn ihr uns supporten wollt. Und ich denke, da findet man sich auch. Genau. Und dann, wir geben keine 20% auf Bücher, deutscher Buchpreisindex, nur mal so, nicht, dass uns einer dran festnagelt. Buchpreisindex, ne? Jupp. Also dann, ne? Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht in der zweiten Folge. Roberts abgebrannte Baumarmee gegen die Welt von AOS hier auf dem YouTube-Kanal bei Mini Paradise. Bis dann.